Hallo Welt, ich bin's wieder, der Michael, mit einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal Syntoriel. Jo, jetzt ist schon fast 2 Wochen wieder her, seitdem ich das letzte Video gemacht habe, aber ich habe einfach viel um die Ohren und es sei mir verziehen. Dafür melde ich mich heute wieder mit einem VST. Heute eine Folge VST-Check. Und zwar geht es heute um Sub Boom Bass 2 vom guten, lieben Rob Papen. Und mehr dazu nach diesem Teaser. So, und zuallererst schauen wir doch mal hier auf die Webseite von Rob Papen. Und ich habe mir hier schon mal erlaubt, die Seite über den Sub Boom Bass 2 aufzumachen. Und dann lesen wir mal durch, was denn alles neu ist. Also, kostenloses Update für Sub Boom Bass 2. Über 240 neue Presets und viele coole neue Features. Dann haben wir hier Latest Editions. And all fixes. Also, man kann jetzt die grafische Oberfläche skalieren zwischen 100%, 125%, 150% und 200%. New Control Menü, also oben rechts gibt es ein Menü. Improved Top Section, die obere Sektion schaut besser aus. Neue Null-Latenz-Filter-Typen und Ringmodulation. Ein Post-Filter-Distortion-Mode, also nach dem Filter kann man noch eine Distortion reinbauen. New Ratcheting-Feature inside Sequencer, jawohl. Also dieses Wiederholen oder Unterteilen von einem Step in bis zu 3-4 Steps. Noch mehr Samples im Oszillator. Grain-Sample-Mode for granular synthesis of sample, ja. New Monophonic-Play-Modes, okay. MIDI-MPE-Compatibility müsste es eigentlich heißen. Polyphonic Aftertouch, New Modulation Sources, Clipper, Tremolo, Vibrato, Ability to Order Presets by Date and Back Manager. Das dürfen wir eigentlich nicht als wirkliches Feature im Jahr 2021 verkaufen. Und 243 neue Presets. Na gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen rein in das VST und schauen uns an und hören uns vor allem an, was denn so neu ist. Hier ist er, der gute Sub Boom Bass 2. Und was hat er uns denn gesagt? Er hat uns gesagt, wir haben hier eine verbesserte Top-Sektion. Das hier müssten wir jetzt mit dem alten vergleichen, aber grundsätzlich ja, die Grafik schaut ganz schmackig aus, gefällt mir gut. Dann haben wir hier oben dieses kleine Control-Menü, diese drei Striche. Da kann ich eben die GUI Graphical User Interface, die Size einstellen. Ich werde mir dann auch gleich mal sagen, was mir nicht so gefällt. Wenn ich jetzt hier auf 125% gehe, was muss ich machen? Ich muss das Plugin neu laden. Also, sorry. Da kommt wieder mein Alt-A zum Einsatz. Also aktivieren, deaktivieren im Bitwig. Weil dann lädt er eben das Plugin neu. Und jetzt ist es groß. Wenn ich es jetzt wieder auf klein haben will, dann aktivieren, deaktivieren und schon ist es wieder klein. Jetzt mal hier zum Vergleich. Wenn ich jetzt, schauen wir mal, ob es beim Dune geht. Mein Lieblingssynth. Wenn ich jetzt beim Dune sage, ich mache es auf Huge. Na, dann ist es groß. Wenn ich sage, ich mache es auf klein, dann ist es klein. Ey, lieber Rob, das ist sowas von 1980, was du hier machst. Aber na gut, es geht ja um die Musik. Aber in Sachen Workflow, in Sachen Bankmanagement, aber grundsätzlich Oberbegriff Workflow, da hast du doch noch einiges aufzuholen, obwohl die Richtung stimmt. Gut, also, das kann ich jetzt machen. Ansonsten, Check for Updates, glaube ich, ist jetzt auch neu. Ansonsten, wenn ich auf das Emblem drücke, dann habe ich hier so ein paar grundlegende Einstellungen. Es ist auch absolut klassisch hier beim Rob Papen bei seinen VSTs. Und heute so ein bisschen Text und bla bla bla. Hier vom Dr. Low End.
Ich spiele es mal an für alle, die den Sub-Boom Bass 2 nicht kennen. Gehe ich in den Introduction Folder rein. Ja, es soll schon reichen. Ich möchte ja, wie gesagt, kein Preset-Preview machen. Ach, was ich noch machen werde. Aber ganz am Ende von dem Video werde ich alle Oszillator-Waves abspielen. Dann kriegt jeder mal hier ein bisschen Einblick, welche Samples denn jetzt hier drin sind. Na gut, für einen groben, kleinen, schnellen Überblick gehe ich jetzt mal hier durch dieses VST. Vieles ist bei Rob Papen Produkten immer gleich. Hier oben habe ich hier so diese zentrale Info. Hier kann ich ein Preset auswählen, hier kann ich die Bank auswählen. Ist, wie gesagt, alles ein bisschen altbacken, weil ich finde diese Untergliederung in diese Bänke mit 128 Presets, glaube ich, oder wie viel das immer sind. Vielleicht sind es auch mehr, 156, 163, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gibt es eine begrenzte Anzahl pro Bank. Und dann habe ich hier diese Bänke und ich muss immer erst eine neue Bank anlegen, bevor ich ein Preset speichern kann. Was ich mal ein bisschen komisch finde, aber so ist es normal. Also, ich komme mit diesem ganzen Preset-Handling hier nicht zurecht, obwohl es da auch schon ein paar Fortschritte gegeben hat. Was auch beim Rob Papen ganz typisch ist, er hat Tausende an Presets hier drin. Das ist der Wahnsinn. Und dann gibt es hier einen Edit-Indikator. Das heißt, wenn ich was am Original-Preset verändert habe, dann zeigt er mir das an mit einem Punkt. Wenn ich auf Orig gehe, dann lade ich eben wieder das Preset und stelle es wieder zu seinem Ursprungszustand her. Hier habe ich so einen kleinen Indikator, der zeigt mir eben an, was ich gerade verändere. Oben was und unten den Wert. Doppelklick auf die einzelnen Werte. Naja, ich gehe wieder auf den Initialzustand. Dann habe ich hier eine Easy Page. Auch das hat er jetzt eingeführt für alle Leute, die sich mit den Synths nicht so auskennen oder vielleicht erst erschlagen werden. Reduziert er das dann auf ein paar Knöpfe, wo er denkt, dass das die gebräuchlichsten sind. Das ist dann die Easy Page. Ja, kann ich umschalten. Und dann gibt es eben diesen Manager hier und da bin ich eben im Preset Handling drin. Da habe ich rechts immer so meine ganzen Bänke und links habe ich meine Presets. Und wie gesagt, was ich mir wünschen würde, wäre, schau mal, so wie beim Tune, ich habe hier einfach einen Folder Soundbank und wenn ich da ein ganz normalen Ordner anleg im Windows File Manager, dann ist das eine Bank. Und wenn ich da drin wieder Ordner anlege, dann sind es halt eben Substrukturen, keine Ahnung. Und darunter liegen ganz einfach meine einzelnen Files. Und die kann ich umbenennen, was weiß ich. Da muss ich nicht hier mit Load Save as Copy Unselect und was weiß ich für einen Scheiß alles rumbauen. Das würde ich mir wünschen. Lieber Rob, vielleicht schaust du ja meine Videos an, was ich mir nicht vorstellen kann, aber man weiß ja nie. Kevin Schröder schaut meine Videos auch an. Gut, ja. Dann haben wir hier ein XY-Pad. Auf das XY-Pad kann ich, wenn ich hier drauf gehe, kann ich Funktionen reinlegen, jeweils drei Modulationen zuordnen und auch auf jede Achse, auf die X- und auf die Y-Achse. Und dann kann ich hier eben bei Record irgendwas aufnehmen, das Abspielen auch wieder.
Man kann auch hier mit dem Command hier verschiedene Set to Vertical Line, ja, kann man verschiedene Sachen machen. Gut, XY-Pad. Dann habe ich hier verschiedene Elemente, auch da wieder zwei Oszillatoren. Jeder dieser Oszillatoren hat einen Suboszillator. Und dann höre ich hier so eine Sine Wave und man kann hier wirklich zwischen vielen Presets auswählen. Waveforms. Hier mal der Klassiker, die Saw. Und dann habe ich auch wie ganz oft bei Rob Parpin hier einen Symmetry Knob. Und das ist tatsächlich eine Pulse Width Modulation, wobei ja ich keine Pulsbreite habe bei einem Sägezahn. Aber auch da tut es von der Mittellinie aus rüberstrecken oder dehnen. Und somit habe ich dann doch wieder sowas wie eine Wave Shaping da drin. Dann habe ich einen Suboszillator. Den man deutlich hören kann. Ich habe eine Verstimmung in Halbtonschritten oder in Cents und das Ganze hier Keytracking für den Oszillator, was Sinn macht bei perkussiven Sounds, vielleicht auch mal Sinn macht, es abzuschalten. Dann habe ich hier gleich eine Pulse Width Modulation. Das ist eben hier meine Symmetrie, die verschoben wird. Und zwar, man hört es und man hört auch gleich die Speed. Geschwindigkeit mit drauf. Und das ist was mir sehr gut immer gefällt beim Rob Parpin. Er baut typische Modulationsziele gleich fest mit rein und ich kann die hier gleich über einen Anteilsknopf hochdrehen, ohne dass ich das großartig in einer Modulationsmatrix verknüpfen muss. So, dann habe ich hier auch bei dem Oszillator auch übrigens oben noch so ein Knöpfchen. Da kann ich den ein- und ausschalten, nur mal so zur Info. Und ich kann hier bestimmen, dass dieser Oszillator 1 durch den Filter geht oder eben nicht. So, wenn der nämlich nicht durch den Filter geht, dann kann ich den nur hernehmen, um, keine Ahnung, hier eine Cross-Modulation zu machen, dass ich hier beim Oszillator 2 zum Beispiel sage, mach mir mal eine Frequenzmodulation vom Oszillator 1. So ist das. Also deshalb kann man den Oszillator 1 zwar nicht abschalten, aber den Output verhindern, den direkten Output. Gut, dann habe ich noch hier einen Volume-Anteil. Das ist eben ja die Lautstärke dieses Oszillators. So, dann sind wir schon durch mit dem ersten Oszillator. Der zweite Oszillator ist nicht exakt gleich. Ach nein, eins habe ich noch. Free Running Mode. Das heißt, der oszilliert jetzt so vor sich hin. Wenn das nicht Free Running ist, dann wird der Oszillator, die Oszillatorphase jedes Mal wieder zurückgesetzt auf 0, wenn ich ein Gate-Signal losschicke. Dann sind wir hier beim Oszillator 2. Habe ich auch noch vergessen. Wenn ich hier in das Fenster reinklicke, dann kann ich nämlich hier über ein Menü meine Oszillator-Waveforms auswählen. Ja. Ich muss das nicht über den Drehregler machen. So, ansonsten, was ist gleich? Fast alles, bis auf eben alles, was mit Oszillator 1 als Modulation zu tun hat. Ich habe hier einen Modulation Amount, was ich gerade eben gezeigt habe, bei. Und dann habe ich hier eine Ringmodulation. Die hat aber nichts mit Oszillator 1 zu tun, sondern da moduliert es sich ja selbst. Eine Frequency Modulation und die kommt jetzt vom Oszillator 1. Und dann habe ich hier ein Feedback, das ich reinspielen kann. Dann habe ich einen Filter. Keine Ahnung, müsste ich jetzt lesen, was das bedeutet. Und dann String Feedback. Zu den Strings sage ich gleich noch was. Hier kann ich noch einen Oszillator Sync einstellen.
Da wird dann auch wieder zum Oszillator 1 die Frequenz gesynkt mit dem. Und das gibt diesen typischen Sync-Sound. Dann haben wir natürlich hier auch wieder eine Volume. Und ich habe hier nochmal so eine kleine Distortion oder ja, Distortion, die aber direkt nach dem Oszillator kommt. So, und da kann ich auswählen, welchen Typ Distortion ich haben will. Fullback Distortion oder Fuzzy oder Power oder Saturation oder eben Post-Saturation. Nun gut, und dann kommt hier meine Filtersektion. Ich habe beim Zap Boom Bass 2 zwei Filter. Einen mit vielen Parametern, den zweiten mit zwei Parametern. Gut, was haben wir denn hier beim ersten Filter? Ganz klassisch die typischen Filterparameter Cut-Off-Frequenz und Q-Faktor, Quality oder Resonance. Dann haben wir hier den Mode und da habe ich dann doch einiges an Filtern mittlerweile zur Auswahl. Natürlich Low Pass, High Pass, Bandpass, Notch und Comp, Vocal Filter und das Ganze mit verschiedenen Flankensteilheiten. Einpolig, zweipolig, dreipolig, vierpolig. Mehr als vierpolig habe ich nichts. Und was jetzt der Unterschied zwischen vierpolig 1 und vierpolig 2 ist, keine Ahnung. Aber es ist halt ein bisschen ein anderer Charakter wahrscheinlich. Gut, das Ganze kann ich natürlich bypassen. Dann habe ich hier einen Foul-Anteil. Das wäre, denke ich mal, nur aktiv beim Vocal-Filter, genau. Aber Foul-Anteil ist eben das A, E, I, O oder U, was ich betonen möchte. Und dann haben wir hier nochmal zurück da. Low Pass. Dann haben wir das, was ich eben schon meine. Ich kann hier feste Modulationsquellen schon einfach hochdrehen. Zum Beispiel hier ein Envelope Amount. Was nicht geht. Warum? Oh. Achso, weil der Filter ganz offen ist. Ja, man hört es. Ich sollte vielleicht hier mal eine Saw nehmen. Ja, Envelope Amount kann ich reindrehen. Ich kann das Key-Tracking reindrehen im Amount. Ich kann sogar die Velocity-Abhängigkeit für die Cut-Off-Frequenz reindrehen. Und ich kann auch das Modulation Wheel reindrehen. Und den LFO als Quelle reindrehen. Hier ist der LFO gemeint hier, der da. Gut, dann haben wir hier, also Mod Wheel LFO. LFO ist dieser LFO hier gemeint. Bei diesem LFO kann ich eben jetzt hier die Geschwindigkeit einstellen, wenn er gesynkt ist, oder die Herzzahl, wenn er nicht gesynkt ist. Ich kann ihm auch sagen, mit welcher Wellenform, dass er schwingen soll und ob er free oder retriggert wird von einem Oszillator, dann aber Mono. Und dann haben wir hier LFO Amount Control. Dann muss ich so machen, ich mache hier 0 und ich sage jetzt soll voller ausschlagen. Jetzt habe ich kein LFO. Und jetzt habe ich den LFO. Auf der Cut-Off-Frequenz. Das macht dieser Knopf. Gut. Ansonsten habe ich hier noch eine Envelope hier drin, eine ADSR. Aber der Ropapad hat da ja immer noch einen Fade-Amount mit drin. Das mir einfach sagt, dieses Sustain-Level soll der fallen oder steigen, was aber eigentlich wenig Sinn macht, wenn es gehalten wird, aber egal. Ich habe die Option, ich muss sie ja nicht nutzen. Und dann kann ich hier diese Envelope auch noch umdrehen, das heißt, dass es alles ja, um die horizontale Achse gespiegelt wird. Dann habe ich hier noch einen Filter Path. Der Filter Path sagt mir, wie werden denn diese Filter gespielt? Serial, das heißt erst Filter 1, dann geht das Signal durch den Filter 2.
Parallel geht gleichzeitig durch beide Filter oder Split. Ja, was heißt denn das? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, dass der Oszillator 1 durch den Filter 1 geht und der Oszillator 2 durch den Filter 2. Gut, dann haben wir hier den Filter 2. Der hat nur eine Cutoff und eine Q und hat aber ansonsten die gleichen Filtertypen. Und nun haben wir hier zu guter Letzt dann noch die Amplifier-Sektion, die eine Global Volume hat, eine Velocity-Abhängigkeit der Volume, der Lautstärke und eine Amplifier-Envelope. Sprich, ja, die Lautstärke wird über die Hüllkurve moduliert. Auch nichts Neues, nichts Weltbewegendes. Dann haben wir hier unten nochmal so globale Einstellungen, wie sich denn der Synthesizer verhält. Eben der Play-Mode. Und da haben wir Mono. Legato heißt eigentlich, dass sich die Töne überlappen. Dann habe ich einen Sequencer-Mode. Das ist der hier. Zu dem komme ich gleich. Dann habe ich hier einen Poly-Mode. Das heißt, ich bin polyphon. Und dann habe ich einen Mono-Low. Das heißt, er spielt nur Tasten, die tiefer sind als die angeschlagene Note, wenn ich mehr als eine Taste schlage. Und beim Mono-High eben genau das Gegenteil. Er spielt nur die höheren Töne. Legato-Low. Genau. Und das Ganze hier beim Legato High. Tiefer spielt er nichts. Und dann haben wir hier Poly MPE. Poly heißt Polyphon. MPE heißt, dass jede einzelne Taste ihre eigenen Parameter haben könnte. Wie Polyphone Aftertouch eigentlich. Genau. Gut, bleiben wir beim Mono. Dann habe ich hier einen Unison Mode, der bis zu sechsstimmig wird. Was mich nur stört hier ist dieses Gain Staging, wie man das glaube ich richtig nennt. Wenn ich jetzt Unison anschalte, dann wird das Ding so laut, wenn ich das nicht detune. Das kenne ich auch nur beim Rob Parpen. Wenn ich es dann detune, ist alles wieder gut. Ich kann zum Unison natürlich auch noch ein paar Parameter einstellen, hier eine Oktave höher oder zweistimmig plus eine Oktave. Was schon cool ist. Ja, hört sich gut an, auf jeden Fall. Dann habe ich noch ein Tuning. Da kann ich eben den Synth insgesamt ein bisschen verstimmen, sollte das nötig sein. Und ich habe hier so einen Analogknopf. Das simuliert mir analoges Verhalten bei einem digitalen Instrument. Sprich, dass wenn das Ding kalt ist, spielt es sich anders, als wenn es warm ist. Und so ist es halt, dass jeder Ton so ein bisschen anders ist. Und dann habe ich hier die Ansprechverhalten der Envelopes, sprich, ob die linear sein sollen, exponentiell oder logarithmisch. Und dann habe ich hier noch ein Pitch LFO. Da baut man ein Vibrato damit. Ja, man hört es. Und hier habe ich wieder ein Amount Control. Und da würde ich jetzt aber wieder sagen, ich mache das mit dem Mod Wheel. Und das ist aber das wirklich das Schöne an diesen ganzen Rob-Harpen-Synths, weil ich da vorher über den Workflow geschimpft habe. Das ist echt ein Benefit hier, ein positives. So viele typische Modulationsquellen sind schon reingebaut, die muss ich mir nicht nachbauen. Zum Thema Modulationsquellen kommen wir doch gleich hier. Ich habe trotzdem, obwohl hier schon so viel drin ist, eine Modulation-Matrix. Die hat allerdings nur 4 Slots. Ja, und unter Anbetracht dessen, dass hier schon ganz viel
vorgegeben ist, brauche ich dann auch hier gar nicht mehr so viel. Selbst bei den Effekten, wo wir gleich dazu kommen, habe ich hier auch schon wieder Modulationsslots. Wenn man die alle mal zusammenzählen würde, dann hätte ich hier bestimmt 16 Slots, die ich gar nicht brauche. Gut, hier habe ich noch ein Pitchband, wo ich einstellen kann, wie weit der ins Plus und ins Minus gehen soll. Und hier so einen kleinen Wasserstandsmelder, der mir sagt, wo ich gerade stehe. Auch nichts Weltbewegendes. Na gut. Machen wir erstmal die Effekte, bevor ich dann zu meinen Oszillator Strings komme und also zu diesem ganzen Gedöns, was hier drin ist. Also, Effekte, ich habe 2 Effekt-Slots, was auch nicht die Welt ist, und kann dann hier bei jedem Effekt-Slot mir einen dieser Effekte auswählen. Mono-Delay, Stereo-Delay, Tape-Delay, also Delay, einen Comb-Filter, ein Reverb. Und da muss ich schon sagen, ich habe hier keine unterschiedlichen Reverb-Arten, dass ich jetzt ein Plate, ein Room, ein Hall oder sonst irgendwas habe. Dann habe ich ein Chorus, Chorus Tape, Tape Chorus, Chorus Delay kombiniert, Flanger, Tape Flanger, Ensemble, Phaser, Analog Phaser, Distortion, Multi-Distortion, Lofi, Wave Shaper, Amplifier Simulation, Cabinet, Widener, Autopan, Gator, Kompressor, FX Filter, Wah-Wah Delay, Autowah, Equalizer, Bass, Clipper, Tremolo, Vibrato. Ja, abhängig davon, was ich jetzt hier reinmache, kommen unterschiedliche Knöpfe, Parameter zum Anwählen. Und hier unten habe ich immer 2 Modulationsslots, wo ich sage, die Quelle soll jetzt hier wieder mal das Modwheel sein und die Destination der FX1 Mix zum Beispiel. Und dann drehe ich das ganz hoch. Mir jetzt nicht viel, aber machen wir mal einen Analog Phaser, der eigentlich noch keinen Mix haben dürfte. Ja, nichts, wofür man sich fürchten müsste. Ich habe mir halt der Steine angeschaut, also von dem her. Effekte. 2 Effekte habe ich. 2 Effekt-Slots mit vielen möglichen Effekten. Hier wieder mit dem Menü kann ich jetzt die 2 swappen, austauschen und so weiter und so fort. Ja, auch nichts Besonderes. Dann sehen wir eben hier Sequencer-Mode. Ich habe hier einen Step-Sequencer, der 4 Slots hat. A, B, C und D. Und einen 5. Slot, der heißt Pattern. Ja, das Ding ist gut gedacht, aber leider nicht ganz zu Ende gedacht. Oder ich bin zu doof. Ja, was kann ich machen hier? Ich gehe hier auf Slot A. Und ich sage jetzt mal, indem ich hier oben auf die Zahlen klicke, ich möchte jetzt immer nur so und so viele. Also nur die werden jetzt hier angespielt. Also Play Mode, er spielt jetzt nur die Sequenz A. Diese Sequenz A hat 16 Steps, 1 zu 1 einfache BPM, also da wird nichts verändert von der Geschwindigkeit her, das heißt, das sind 16 Noten. Der Tie Mode ist normal beim Special, also wenn ich einen Tie hätte, das heißt, die werden verbunden, die Steps. Wie reagiert er? Bei normal, da passiert gar nichts, aber bei Special, da heißt es, dass die Dinger trotzdem die OST 1, 2 und 3 Werte doch verändern können und Tuning. Es wird zwar kein Gate-Signal gemacht, aber die Modulationsmöglichkeiten bleiben bestehen. Und beim Toggle ist es so, dass er im ersten Zyklus nichts macht und im zweiten Zyklus dann die Bis Spezial und beim anderen ist es genau andersrum. Und das Lock habe ich auch nicht verstanden, ganz ehrlich. Entweder ist es verbuggt, ich mache es jetzt nicht, weil er hat mir dann die Pattern-Länge auf 1 und irgendwie heißt es, dass der Sequencer eigentlich gelockt wird, obwohl man das Preset könnte man durchscrollen, durchklicken und das, was im Sequencer ist, bleibt gleich. Funktioniert bei mir aber nicht. So, jetzt haben wir hier
den Step-Sequencer. Jetzt kann ich natürlich hier ganz normal hergehen und kann hier das Tuning verstellen. Was aber schön ist, ich glaube, das ist auch neu, Key Entry. Ich kann hier eine kleine Sequenz einspielen und man sieht schon, vom Tuning her hat er sich das gemerkt. Jetzt muss ich hier beim Play Mode nur auf Sequencer gehen und er spielt es ab. Wunderbar. Das Ganze mache ich jetzt zum Beispiel hier mit dem Sequencer 2 auch. Nein, mit der Sequenz B. Und da sind wir schon wieder beim Workflow. Ich zeige jetzt hier die Sequenz A und B an und Play Mode Sequenz B. Okay, er wird jetzt die Sequenz B abspielen. Ja, ja. Da komme ich auch immer durcheinander. Und jetzt nehme ich hier was anderes auf. Key Entry. Ja, jetzt habe ich hier zwei Pattern. Und jetzt könnte ich hier bei diesem Play Mode auf Pattern gehen. Jetzt spiele ich mir das Pattern ab und dann sage ich, spiele mir erst die Sequenz A und dann die Sequenz B, dann die A, dann die B. Ups. Und weil das langweilig wird, könnte ich jetzt noch sagen, jetzt gehst du mal hier 3 Halbtöne hoch. Und hier 5 Halbtöne hoch. So, und jetzt sind wir da, wo ich gesagt habe, nicht ganz zu Ende gedacht. Was ist denn jetzt, wenn ich nur 8 Pattern spielen will? Muss ich jetzt das immer wieder hier duplizieren und machen und ist doch doof. Warum kann ich hier nicht auf diese kleinen, was weiß ich, oder ich drücke auf die Zahlen und er geht aus wie hier auch. Das muss doch gehen. Und irgendwie, ich weiß es nicht. Das Pattern ist bei mir immer gedrückt. Ich verstehe es nicht. So, also, das gefällt mir nicht. Ist so. Ansonsten habe ich hier unten eben mein Key Entry, mein Latching. Latch heißt einfach, ich drücke einmal drauf und er spielt endlos weiter. Com heißt wieder Command, da habe ich hier so ein paar, ja, Commands. Und hier kann ich noch das Ratcheting anschalten. Das ist das hier, wenn ich das auf On schalte. Verstehe ich auch nicht, warum man das einschalten muss. Weil ich kann es hier unten ja einschalten. Und jetzt kann ich hier eben sagen, unterteile mir diesen Step als 2 oder als 3. Ansonsten habe ich hier noch ein paar Parameter wie Swing. Das ist Swing Groove. Ja, Swing Groove. Dann habe ich ein Sliden, wenn ich Tonhöhen verändere. Velocity Key. Da geht die Anschlagdynamik in diese Anschlagdynamik hier mit rein. Step Length ist eben die Step Length, wie lang das Gate-Signal getriggert wird. Und Velocity Ratcheting, da geht eben die Anschlagdynamik in das Ratcheting ein. Jo, das ist der Sequencer. Jetzt gehen wir hier wieder auf Mono. Was ich noch vergessen habe, nicht vergessen, aber halt jetzt eben hinten angestellt habe, ist dieser String Mode. Aber man hat einen Resonator, den schlägt man einmal an. Und dann gibt es so eine Resonanz über irgendeinen Filter und dann kann man dadurch Töne generieren, dass so
Modeling, bla, irgendwas, keine Ahnung. Und das kann man eben hier auch machen. Wenn ich das jetzt machen will, dann muss ich hier eben auf Oscillator Type String gehen. Schon mal geschafft. Ja, ich muss es wieder ins Output leiten. Man hört es jetzt auch ein bisschen. Und da kann man halt noch mal eine neue Art von Tönen hier generieren, und das ist eben Physical Modeling, so heißt es genau. Ja, das ist über irgendwie so Resonanzen, die sich da irgendwie verstärken oder was weiß ich. Ich kenne es von der Drum Machine, ich kenne es von einigen Native Instruments, Synthesizern und so weiter. Habe das irrtümlich auch mal mit additiver Synthese verwechselt, aber das ist Physical Modeling. Genau. Jo, das ist so im Großen und Ganzen der Sub-Boom Bass 2. Über die Soundqualität brauchen wir gar nicht diskutieren, die ist top, wie immer. Was mich stört, das schon aber seit Ewigkeiten, ist der etwas altbackene Workflow manchmal. Und teilweise ein ja, komisches Verhalten des Synthesizers. Zum Beispiel Task Preset Management, zum Beispiel da die GUI-Skalierung. Ja, aber wie gesagt, ich habe das Explorer 6 Paket und das hat schon seinen Grund, warum ich das habe. Ich bin dann schon fertig. Die Waves kommen dann danach. Kann sich anschauen, wer will. Wer nicht, der schaltet einfach ab. Gut, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, rechter Daumen. Wenn es euch nicht gefallen hat, ups, linker Daumen. Ich hoffe, es klappt jetzt wieder alles in Stereo. Ich habe mir auch hier nochmal einen Vorverstärker gekauft für das Mikro. Sollte jetzt auch von der Klangqualität etwas präsenter sein. Ja, wie gesagt, jo, dann vielleicht bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Michael. Okay.